Das ist einfach no, no way. Das ist mir bei keiner anderen Jeans passiert, aber bei der Levi's Jeans schon. Und das denke ich mir, das darf wirklich nicht sein. Was? Niemals. Okay, jetzt war ich preislich total falsch. Das. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Video, das ihr euch schon so extrem lange wünscht. Und zwar werden wir heute verschiedene Jeansformen vergleichen, beziehungsweise habe ich mir heute eine Jeansform rausgepickt in zwei verschiedenen Varianten, und zwar die High-Waist-Jeans. Ich werde einmal vier verschiedene Skinny High-Waist Jeans miteinander vergleichen, die sich auch in verschiedenen Preissegmenten befinden. Wir werden da ein bisschen tiefer reingehen, sei es bei der Stoffzusammensetzung, bei dem Preis. Ich habe selbst nämlich keine Ahnung mehr, wie viel die gekostet haben, wo ich selbst denke, dass es die teuerste wäre oder eben auch die billigste. Und neben den vier Skinny Jeans, die ich vergleichen werde, habe ich auch noch drei verschiedene Loose Fit Jeans, also die jetzt nicht super eng anliegen, aber auch die sind alle drei high-waisted. Falls ihr übrigens nicht nur Tipps und Tricks zum Thema Mode sehen wollt, sondern auch verschiedene Outfit-Inspirationen haben wollt, dann kann ich euch eine Sache empfehlen, und zwar meinen Instagram-Account. Das ist direkt der erste Link unten. Dort gibt es nämlich immer wieder Outfit-Inspirationsvideos. Ihr seht jetzt schon ein bisschen was eingeblendet, und diese erscheinen jede Woche am Freitag, wo ich euch mindestens drei verschiedene Outfits vorstelle, sei es einfach entweder Wochenend-Outfit-Inspirationen, Alltags-Schuloutfits. Da ist noch sehr, sehr viel geplant in den kommenden Wochen, und da gibt es dann auch oft, dass ich mir zum Beispiel eine Jeans aussuche. Ich hatte letztens Mom Jeans und Skinny Jeans schon kombiniert und da einfach drei verschiedene Outfits dazu mache. Also falls ihr da wirklich wöchentlich einfach Inspo haben wollt, solltet ihr auf jeden Fall meinem Instagram-Account folgen, falls ihr es nicht sowieso schon macht. Also der erste Link unten. Jetzt kommen wir aber zurück zum Thema High-Waist Jeans. Für wen eignet sich also eine High-Waisted Jeans? Eine High-Waisted Jeans sitzt über der Hüfte, geht schon in Richtung Taille, je nachdem wie lang euer Oberkörper ist, und sie ist sozusagen einfach hoch. Diese High-Waist Jeans ist vor allen Dingen für diejenigen unter euch, die ihre Rundung betonen wollen und ihren Bauch eventuell etwas kaschieren wollen. Es ist also tatsächlich so, dass absolut jede Körperform eine High-Waist Jeans tragen kann. Das einzig Wichtige dabei ist die Position der Taschen hinten an der Jeans. Die Jeanstaschen sollten sich in der Mitte oder ein bisschen weiter oben befinden, aber nicht unterhalb des Pos befinden. Nun aber zur ersten Skinny Jeans von Vero Moda. Ich fand sie sehr interessant, sie hat auch eine sehr, sehr schöne Waschung, und sie besteht inhaltlich aus 55% Cotton, 35% Lyocell, 8% Elasto Multiester, das habe ich noch nie gehört, und 2% Elastan. Also in der Zusammensetzung auf jeden Fall schon sehr interessant, und sie hat auch einen relativ hohen Stretch-Anteil, denn Baumwolle ist ja an sich nicht so elastisch. Diese Jeans hat eine absolut perfekte Passform. Sie hat mir wirklich sehr, sehr gut gepasst. Auch von der Länge war sie auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das Einzige, wo ich eher sage, sie ist nicht zu 100% bewegungsoptimal. Also ich kann zwar eine volle Kniebeuge machen, trotzdessen merke ich dann schon, dass es relativ spannend und ein bisschen ungemütlich wird. Ich finde, dass die Jeans sich sehr wertig anfühlt, als ob sie auch langfristig auf jeden Fall was standhalten kann. Und auch der Jeansstoff fühlt sich super gut an. Obwohl er so massiv sich anfühlt, ist er trotzdem beim Anziehen sehr schön stretchy. Eine weitere Sache, wo ich sage, das finde ich jetzt nicht perfekt, weil ansonsten finde ich die Jeans wirklich perfekt, sind halt einfach hinten die Hosentaschen. Sie sind relativ breit, dementsprechend wirkt der Po etwas flacher als sonst. Nur zur Cheap Monday Skinny High-Waisted Jeans, die aus 79% Organic Cotton, 19% Polyester und 2% Elastane besteht. Ich wollte eben sagen bestellt, aber sie besteht aus diesen drei verschiedenen Zusammensetzungen. Gerade, dass wir hier Polyester drin haben, macht die ganze Sache natürlich etwas wärmer. Das Ganze ist ja an sich irgendwie plastikhaltig, also umso mehr Polyester könnt ihr euch merken, umso wärmer wird die ganze Geschichte. Haben wir hier einen Stoff, der nicht wirklich stretchy ist. Also er ist schon stretchy, aber so ein bisschen. Denn beim Anziehen hat man das Gefühl, dass es irgendwie unten viel zu fest ist. Und was ein Mega-Nachteil ist, was also gar nicht geht, ist hier unten diese Naht, die wurde nicht stretchy eingenäht. Das heißt, man muss wirklich sehr, sehr schmale Knöchel und Füße haben, damit man hier auch durchkommt. Denn ansonsten hat man überhaupt keine Chance. Da hatte ich wirklich einige Probleme. Dementsprechend fühlt sich das Ganze also an den Waden sehr eng an. Und oben fühlt sich das Ganze irgendwie ein bisschen zu locker an und nicht wirklich so, als ob es Halt gibt. Die Po-Taschen und so sind an sich völlig okay. Trotzdessen habe ich bei diesem Stoff, bei dieser Verarbeitung schon das Gefühl, dass die ganze Geschichte ausleiern wird. Also man wird die Jeans vielleicht zweimal tragen, da wird sie noch gut sitzen, und danach wird das Ganze an den Knien locker werden, im Schritt locker werden, und dort wird man dann auch bestimmt halt einfach diese Löcher sehen nach einer Zeit. Das tut mir wirklich leid, aber da bin ich wirklich super knallhart ehrlich, und auch vorne haben wir halt einfach keine Taschen, ne? Also
Ich würde jetzt mal annehmen, das ist die günstigste von allem, aber zu den verschiedenen Preisen kommen wir gleich nochmal. Ein kleiner Einschub, weil ich es total vergessen hatte zu sagen, ihr könnt unten in den Kommentaren einmal mit abstimmen, welche Jeans-Reihenfolge ihr am besten findet. Also findet ihr Jeans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Wie findet ihr diese? Und dann könnt ihr einfach so ein Ranking machen, so eine Reihenfolge. Es würde mich wirklich sehr interessieren. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt, weil Geschmäcker streiten sich da ja oft. Deswegen, umso mehr Meinungen wir haben, umso interessanter wird die ganze Geschichte hier. Eine Jeans-Marke, die mir unglaublich viele von euch empfohlen haben, ist Only. Denn ich hatte euch auf Instagram gefragt, wo kauft ihr am liebsten Jeans ein? Und Only war ohne Scheiß die halbe, also 50% der Antworten war Only. Das hätte ich persönlich niemals gedacht, weil es mir gar nicht so bekannt war, dass die so viele verschiedene Jeansarten herstellen. Ich habe mich jetzt für das Modell hier entschieden, für eine Skinny High-Waisted Jeans. Und diese Skinny High-Waisted Jeans besteht aus 69% Cotton, 29% Polyester und 2% Elastan. Sie hat also eine sehr ähnliche Zusammensetzung wie die andere Jeans auch. Ich finde trotzdem, dass sie irgendwie weitaus stretchiger ist, gerade beim Anziehen. Ich finde, sie ist von der Länge gut, beziehungsweise vielleicht ist sie sogar ein Ticken zu kurz, weil ich glaube, dass es dann so hochrutscht. Man hat eine sehr, sehr gute Bewegungsfreiheit, die passt. Ist auch wirklich sehr schön. Etwas, was ich aber nicht so geil finde, ist der Geruch. Also die riecht leider überhaupt nicht gut. Sondern wirklich so, kennt ihr einfach den Geruch von nicht hochwertigen Klamotten. So riecht es leider. Das hätte ich bei Only jetzt nicht gedacht. Was ich aber super geil finde, sind die Jeans-Taschen hinten dran. Also die sitzen wirklich sehr gut. Die eignen sich jetzt für meine Po-Form auch sehr schön. Auch die Waschung finde ich schön. Also ich finde, es ist so die klassische Go-To-Hose, die man jetzt kaufen würde, wenn man halt so einen Skinny-Jeans-Look haben will, mit dem man sich auch voll bewegen kann. Also das ist mit der auch wirklich überhaupt kein Problem. Und da wir heute über Jeans sprechen, darf natürlich eine Levi's, Levi Strauss, wie spricht man das aus? Ist es überhaupt das gleiche, Levi's und Levi Strauss? Oh, sorry, ihr merkt, ich bin nicht vom Fach. So eine Hose darf auf jeden Fall nicht fehlen, denn ich dachte, das muss auf jeden Fall rein. Deswegen habe ich mich für ein sehr klassisches Modell entschieden. Skinny High-Waisted. Leider musste ich sie in einer dunklen Waschung nehmen, hier in so einem Grau, weil es sie in dem Blau in meiner Größe nicht mehr gab. Aber ich habe mich wirklich sehr gefreut, für so eine Jeans mal in der Hand halten zu können, um zu schauen, ob sie dann wirklich so viel besser ist als die anderen. Die Jeans besteht auf jeden Fall aus 93% Cotton, aus 5% Polyester und 2% Elastan. Und diese Levi's Jeans ist wirklich schön stretchy. Ich finde sie sehr angenehm. Sie ist sehr, sehr schön anzuziehen. Obwohl ich sagen muss, dass vom Material mir die Vero Moda Jeans doch nochmal ein Tickchen besser gefällt. Ich glaube aber, dass so eine Jeans eine wirklich sehr, sehr gute Überlebensdauer hat. Sie sitzt wirklich wie angegossen. Also das ist wirklich ein Traum. Da kann man sich wirklich absolut nicht beschweren und da muss ich auch sagen, top. Also das Einzige, wo ich auch echt sage, No-Go, was vor allen Dingen bei so einem Preis nicht gehen kann, ist, dass es knackt beim Laufen im Schritt. Ich denke, das kennen einige von euch, dass wenn man läuft und eine Jeans im Schritt beim Laufen knackt, das ist einfach no, no way. Das ist mir bei keiner anderen Jeans passiert, aber bei der Levi's Jeans schon. Und das denke ich mir, das darf wirklich nicht sein. Nun vergleichen wir mal alle vier Skinny Jeans Varianten nebeneinander. Also ich würde den ersten Platz eindeutig der Vero Moda Jeans geben vom Geschmack her. Den zweiten Platz würde ich der Levi's Jeans geben, den dritten Platz der Only Jeans und den vierten Platz der Cheap Monday Jeans. Alle haben wirklich die gleiche Höhe, also High-Waisted heißt bei jedem auch High-Waisted von der gleichen Höhe. Das finde ich auch wirklich angenehm und praktisch. Und auch jeder hat bei mir, obwohl ich ja oft das Problem habe, dass dadurch, dass ich etwas mehr Po habe, hinten viel absteht. In diesem Fall hat an sich keiner abgestanden. Hinten bei den Jeans-Taschen muss ich sagen, glaube ich, finde ich, dass ich die Levi's Jeans am schönsten finde, weil die Vero Moda halt leider, wie gesagt, ein bisschen den Po flacher macht. Von der Beweglichkeit ist die Levi's auch auf jeden Fall das Nonplusultra, beziehungsweise auch die Only Jeans, falls ihr da ein bisschen kostengünstiger werden wollt. Von der Passform finde ich alle wirklich relativ gut, bis eben auf die Cheap Monday Jeans und die ist mit großem Abstand wirklich deutlich, deutlich schlechter als ihre drei Konkurrentinnen. Wie sieht die ganze Geschichte nun preislich aus? Also wie ihr ahnt, steht die Levi's Jeans natürlich an erster Stelle mit 99,90 €, das Modell 721. An zweiter Stelle steht die Vero Moda Jeans mit 49,99 €. An dritter Stelle die Only Jeans mit 29,90 € und an vierter Stelle dann die Cheap Monday Jeans mit 24,90 €. Also habe ich die Jeans eigentlich genauso platziert, wie sie preislich letztendlich auch liegen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde es etwas zu viel Geld für die Levi's Jeans, also das sehe ich wirklich nicht ein. Aber ich finde die Cheap Monday Jeans ist halt wirklich deutlich mit Abstand 10.000 Mal schlechter als die Only Jeans, so leid es mir tut. Die Only Jeans finde ich da preislich gesehen auf jeden Fall völlig okay. Der Abstand dann zu Vero Moda Jeans, was hier dann letztendlich 20 € sind, finde ich, sind dann auf jeden Fall nochmal Welten. Also das ist auch nochmal ein Stück viel, viel besser. Und der Unterschied dann von der Vero Moda Jeans, die 50 € kostet, und eine Levi's Jeans, die 100 Jeans kostet, also das Doppelte, finde ich dann nicht mehr so krass.
Also wenn ich das dann preislich sehe, preis-leistungs-qualitätsmäßig, finde ich, kann man auf jeden Fall zu Vero Moda Jeans greifen und muss jetzt nicht unbedingt zu Levi's Jeans greifen, wo man dann wirklich größtenteils halt einfach diesen Sprung, den doppelten Sprung, den Namen zahlt. Das war der Skinny Jeans Vergleich. Kommen wir nun zum Loose Fit Vergleich. Loose Fit, also ein bisschen mehr Mom Jeans mäßig, ein bisschen lockerer. Für all diejenigen, die vielleicht auch so ein bisschen diese Vintage Vibe mögen und halt einfach keinen Bock auf Skinny Jeans haben, aber trotzdem eine High-Waisted Jeans tragen wollen, die den Körper schon betont, aber halt eben gerade, wie gesagt, nicht wie eine zweite Haut anliegt, ne? Das ist wirklich völlig Geschmackssache, was euch am besten gefällt. Kommen wir zum ersten Modell, und zwar dieser Neuve Jeans. Das ist das Lexi-Modell. Ich kenne diese Marke ehrlich gesagt gar nicht. Diese Jeans besteht aus 100% Baumwolle. Das ist das, was ihr wahrscheinlich auch öfters antreffen werdet bei den Loose Fit Jeans. Also eine Jeans, die ihr habt und die dann wirklich aus so einem massiven Jeans-Stoff besteht. Also in dem Fall einfach Baumwolle. Ich hatte sie so da mit diesem Ripped und dachte mir so, wow, das könnte voll die coole Loose Fit Jeans werden. So ein bisschen cool. Sie hat halt so schöne, massive Taschen und so. Und das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Auch oben der Bund sehr cool. Ich habe sie angezogen und dachte, oh, das passt auf jeden Fall. Dann wollte ich sie bei der Hüfte ziehen und dann dachte ich so, ja, das passt halt nicht mehr, ne? Wie kann man so eine schlechte Passform haben? Also selbst wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man etwas weniger Po hat als ich, beziehungsweise mehr, Leute, vergisst es, da kommt ihr gar nicht erst rein. Also proportional mehr, ne? Ich meine jetzt nicht einfach von den Größen. Wenn man halt dünne Beine hat und noch proportional mehr Po, das ist keine Jeans für so jemanden. Das ist so eng vorne. Bewegungsfreiheit 0,0. Überhaupt nicht cool. Das, was ich aber gut finde, ist die Positionierung der hinteren Taschen. Also das ist auf jeden Fall Pluspunkt. Aber ansonsten, wie kann denn eine Größe 26, was ja genau die gleichen Größen sind wie bei den Skinny Jeans auch, hier so drastisch viel enger sein und mir nicht richtig passen. Also das finde ich dann ein bisschen blöd. Nun zur zweiten Loose Fit Hose. Die ist von Edited, habe den Namen noch nie gehört, die Marke. Ist 93% Baumwolle und 7% Viskose. Also schon mal eine kleine andere Zusammensetzung als drüben und ich dachte so, boah, voll cool, so eine schwarze Loose Fit Jeans habe ich nicht, könnte perfekt passen. Und auch hier wieder das Problem. Ich habe es angezogen und dachte so, den Beinen voll geil, das ist so Loose Fit, so wie ich mir die Jeans wirklich vorstelle. Wollte sie ja über die Hüfte ziehen und das war noch enger als die andere. Eine völlige Katastrophe. Auch hier Bewegungsfreiheit 0,0. Leider überhaupt nicht gut. Und dann habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen und dachte so, okay, muss ich vielleicht bei Loose Fit Jeans eine 27 statt eine 26 nehmen? Kann das sein, weil die Stoffe meistens weniger elastisch sind? War eine logische Überlegung. Dachte, vielleicht bin ich einfach blöd, ne? Und ich kann einfach nicht die richtige Jeansgröße kaufen. Was aber auch schon sehr uncool war, der Knopf ist einfach vorne zu fest. Das mag ich nicht. Und wenn ich mich dann so hinstelle, seht ihr diese typische Schrittfalte? Also ich konnte sie gar nicht erst richtig hochziehen und dann entsteht diese komische Falte unten an der Mumu, sage ich jetzt mal, so von außen nach innen und das ist einfach, das ist einfach nicht cool. Nun meine Hoffnung, und zwar eine Jeans von Dr. Denim. Ich dachte so, oh mein Gott, bitte lass dieses Modell passen, das war so meine letzte Hoffnung, weil die hatte ich zufällig nämlich auch als letztes probiert. Diese Jeans besteht aus 100% Baumwolle. Da muss ich ehrlich sagen, guter Sitz, mega Halt, sie passt von oben, sie steht nicht ab. Das ist auch die Passform, die ich mir bei einer Loose Fit, so wie sie ja verkauft wird, vorstelle. Also sie ist etwas höher, also ich würde sagen, sie ist leicht noch mehr high-waisted als all die anderen Jeans zusammen. Aber das gefällt mir in diesem Fall auch sehr, sehr gut. Sie sitzt locker, sie wirft schöne Falten. Und deswegen muss ich insgesamt sagen, auf jeden Fall tipptopp. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Die Reihenfolge könnt ihr euch eventuell sogar schon denken. Also auf jeden Fall Platz 1, sowas von die Dr. Denim Hose. Der zweite Platz würde ich dann gerade so an die schwarze von, wie heißt es nochmal, Edited geben. Aber auch nur, weil die andere halt noch das größere Übel ist und noch krasser. Also es ist nicht nur eng und komisch geschnitten, sondern es ist halt ultra komisch geschnitten. Schade, dass mich in diesem Fall leider nur eine Jeans etwas mehr überzeugt hat. Im Vergleich seht ihr dann auch nochmal so ein bisschen, wie das sitzt und da seht ihr nochmal deutlich, dass die beiden Jeans sehr stark spannen im Vergleich zu der Dr. Denim Hose und dass auch Loose Fit etwas missverstanden worden ist von den anderen beiden Marken. Denn in diesem Fall haben wir hier wieder eine 26 und diese 26 passt ja sehr gut. Dementsprechend finde ich das etwas seltsam und vor allen Dingen auch das Abstehen ist halt so eine Sache, die bei der ersten Hose, Marke Neuve, also das, Nee. Das gefällt mir einfach wirklich gar nicht. Also preislich würde ich behaupten, dass diese Dr. Denim Hose bestimmt die teuerste ist. Als zweites, glaube ich, kommt dann auch die Edited, also auch so wie meine Reihenfolge wieder ist. Und als drittes kommt dann die Neuve Hose. Wie ihr merkt, ich kann mir nicht mal die Marke merken. Was?
Niemals. Okay, jetzt war ich preislich total falsch. Das ist also die Wahrheit. Diese neue Hose, also das Lexi-Modell, das, was ich am schlechtesten bewertet habe, kostet tatsächlich 84,90. Dann kommt an zweiter Stelle die Loose Fit Jeans Nova, also die von Dr. Denim, die ich am schönsten fand, mit 69,90 €. Und dann an dritter Stelle die Edited Jeans mit 39,90. Vielleicht gibt es irgendeine Körperform, bei der die Jeans sehr, sehr gut passen. Aber für meinen Fall ist es halt einfach viel zu teuer für das, was ich kriege. Und ich bin mir sicher, dass das liegt nicht an den Größen, dass mir das nicht passt, sondern es liegt einfach an meiner eigenen Körperform und so. Also für mich leider nichts. Alle Jeans sind natürlich unten verlinkt. Ich hatte sie übrigens bei About You bestellt. Dort gibt es wirklich eine mega große Jeans-Auswahl. Also ich wurde eben gerade auch nicht bezahlt, um das zu sagen, sondern ich fand das da wirklich einfach am einfachsten, so ein bisschen zu filtern, was man wollte. Ich bin nun mega, mega gespannt, wie eure Reihenfolge ist, welche Jeans ihr am schönsten fandet, welche Jeans ihr vielleicht selbst tragen würdet. Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr mehr Jeans-Form-Vergleich-Videos haben wollt, dann lasst mich auch sehr gerne unten wissen, was ihr sehr gerne verglichen haben wollt. Zum Beispiel verschiedene Po-Taschen oder verschiedene Low-Waist, Mid-Waist oder Loose oder Mom oder Boyfriend-Jeans oder komplett verschiedene Jeansformen. Was für eine Art von Vergleich würdet ihr sehr gerne sehen? Das würde mich total interessieren. Ihr könnt dem Video natürlich gerne ein Däumchen nach oben hinterlassen und den Kanal natürlich auch sehr gerne abonnieren. Darüber freue ich mich sehr. Hier verlinke ich euch die letzten beiden Fashion-Videos. Auch noch ein Jeansform-Vergleich-Video. Klickt euch da sehr gerne rein und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.